Um dieses Päckchen geht es heute. Willkommen zu einem ersten Unboxing-Video aus Vallehermoso. Ich habe vor einiger Zeit ein erstes Päckchen aus Deutschland von meiner Schwester hier nach Vallehermoso bekommen. Und ich habe natürlich sehr darüber gefreut. Auf Wunsch zeige ich dir heute, was in diesem Päckchen drin war, denn ich habe es längst ausgepackt. Ja, was ich vor allem auch sehr süß fand, dass meine Schwester außen, ich weiß es nicht, ob du das gut erkennen kannst, solche Sticker aufgeklebt hatte, ja? Die fand ich echt total herzig. Und in diesem Päckchen waren vor allem nützliche Dinge drin, ja, beziehungsweise praktische Dinge, die ich hier sehr gut gebrauchen kann. Falls du mich und meine Videos noch nicht kennst oder ein neuer Zuschauer bist, ich lebe in Vallehermoso, das liegt auf der subtropischen Insel La Gomera. Und lebe draußen in einem Zelt, ohne Strom und ohne Trinkwasser. Und da kann ich natürlich so einiges Nützliches sehr gut gebrauchen. Ja, dann werde ich dir jetzt mal zeigen, was alles in dem Päckchen drin war. Das meiste ist immer noch drin, da die Dinge so sauberer bleiben, ja, und ich sie so auch alle beisammen habe. Seit ich hier in La Gomera lebe, also nee, beziehungsweise seit ich in Vallehermoso lebe, habe ich mich sehr viel körperlich betätigt. Das heißt, ich habe große Beete auf meiner ehemaligen Terrasse, wo ich gelebt habe, vorbereitet, um dort Gemüse anzupflanzen. Dabei habe ich mich sehr oft sehr übernommen und hatte dadurch oft Schmerzen, und zwar an meinem rechten Oberschenkel. Dort wurde ich kurz bevor wir Deutschland verlassen haben operiert, aber aus einem bestimmten Grund, sage ich mal. Und der Arzt hatte damals dann gleichzeitig noch meinen Schleimbeutel entfernt, obwohl ich das gar nicht vorher mit ihm abgesprochen hatte, egal. Und dadurch, oder sagen wir mal so, seitdem habe ich des Öfteren Phantomschmerzen, vor allem wenn ich mich körperlich sehr stark anstrenge oder überanstrenge. Und das war halt zu der Zeit oft der Fall, deswegen hatte ich sehr oft Schmerzen. Ja, und deswegen hat mir meine Schwester einmal diese Packung Schmerztabletten geschickt, worüber ich mich auch sehr gefreut habe. Bis jetzt habe ich zum Glück nur 2 Tabletten davon gebraucht, da ich mich in letzter Zeit, also seit ich jetzt hier, das sind jetzt andere Terrassen, seit ich hier lebe, körperlich nicht mehr ganz so übernehme. Und dann hat sie mir noch diese Schmerzsalbe mit reingegeben. Ich benutze normalerweise eine andere Schmerzsalbe, aber die ist auch sehr, sehr gut. Die hilft sehr gut, muss ich echt sagen. Deswegen habe ich auch bis jetzt erst eine dieser Tabletten gebraucht, da ich diese tolle Schmerzsalbe habe. Die reicht normalerweise völlig aus, ja. Und hilft mir vor allem sehr. Dann hat sie noch dieses Zecken- und Flohhalsband mit reingegeben. Für die erwachsene Katze von Julian, bei dem ich bis zuletzt auf den Terrassen gelebt habe. Ja. Und dieses Halsband trägt sie auch schon seit, weiß ich nicht, ja, seit einer gewissen Zeit.
Und seitdem geht es ihr auch deutlich besser, ja. Auch das sehr nützlich und sehr praktisch. Dann war noch in dem Päckchen solch ein Fliegennetz, beziehungsweise der Rest eines Fliegennetzes. Recht schmal. Da habe ich mir erst gedacht, okay, da muss ich mal überlegen, für was ich das nutzen könnte. Ich dachte erst, dass ich das für mein kleines Häuschen, in dem ich bis zuletzt gelebt habe, vielleicht für die Eingangstür als Fliegennetz benutzen könnte. Dafür war es aber zu schmal. Aber jetzt lebe ich ja hier in einem Zelt und dafür kann ich dieses Fliegennetz sehr gut gebrauchen, da ich gerne nachts den Eingang sozusagen, der ja mit einem Reißverschluss zu schließen ist und nur oben an diesem Zelt ein Netz hat, gerne offen lasse, weil es sonst so stickig und so warm in dem Zelt ist. Zumindest teilweise lasse ich ihn gerne offen und ja, dann kann ich dieses schmale Netz perfekt dafür gebrauchen. Es passt genau hin. Wie abgemessen. Ja. Dann hat sie mir noch so ein Klettband mit reingegeben. Das habe ich zwar jetzt noch nicht gebraucht, aber das kann ich bestimmt auch noch nutzen. Des Weiteren auch noch eine zweilagige Mund- und Nasenmaske, jetzt zur Corona-Zeit auch sehr gut. Das Tolle an dieser Maske ist, dass sie waschbar ist, ja. So kann ich sie sehr lange verwenden. Hier kannst du sie mal sehen, ja. Sie ist auch zweilagig. Und des Weiteren, was ich auch richtig gut finde, dass sie hier an den Seiten so breit ist. Denn die Maske, die ich davor hatte, kann sie mal eben anziehen. Ja, sie ist auch schön groß. Die hatte hier nur so dünne Gummibändchen und die sind mit der Zeit gerissen. Ja. Und ja, die wurde dann auch mit der Zeit schmutzig und dann musste ich sie irgendwann entsorgen. Ja, und dann hätte ich dann eine neue kaufen müssen. Und so kann ich die öfter verwenden. Von daher ist sie richtig praktisch. Und ist auch außerdem noch wasser- und fleckabweisend und atmungsaktiv. Verlangsamt die Geruchsentwicklung durch Silberchlorid. Richtig toll. So. Dann hat sie mir noch diese zwei Garne mit reingegeben. Die sind besonders stark, einmal in Schwarz und einmal in Blau, mit besonders großen Näh- bzw. Stopfnadeln, da ich hier auch öfter was zu nähen und zu stopfen habe. Sehr praktisch auch. Und auch Nähgarn, einmal schwarz, einmal weiß. Schwarz kann ich besonders gut gebrauchen. Was war noch? Dieses hier auch noch, das ist auch ganz toll, mit einer schönen großen Nadel. Richtig toll. Und verschiedene Schnüre noch. Ja, dünnere und dickere. Dieses hier ist auch ganz toll. Gerade wenn man ein Zelt hat, ne, kann man Schnüre immer gut gebrauchen, um mal was zu befestigen. Und auch noch diese Schnur hier. Die ist noch dicker, ist auch richtig klasse. Des Weiteren dieses Stretchband, das kann ich auch sehr gut gebrauchen, da ich mir hier Stulpen selber sozusagen, ja, also aus alten Pullovern, da habe ich die Ärmel abgeschnitten und habe mir dann daraus Stulpen selber genäht.
Und die sind dann an einer Seite, also wie, ich habe jetzt gerade welche davon an, ja, kann ich dir mal zeigen? Moment. Ja. Die sind oben schön eng, aber unten viel zu locker und hängen dann auch so weit. Und das sieht einfach nicht so schön aus. Und da kann ich dann super dieses Stretchband für verwenden, dass die dann eben unten auch enger sind, ja. Ja, liebe Susan, du hast wirklich an alles gedacht. Du hast mir sogar noch zwei Naschis mit reingegeben. Ja, da habe ich mich ganz besonders gefreut. Und zwar einmal getrocknete Aprikosen. Habe ich hier in Lagomera schon lange nicht mehr gegessen. Weil wenn ich mir getrocknete Früchte kaufe, dann kaufe ich mir meistens Datteln. Oder habe auch schon mal getrocknete Pflaumen, finde ich auch sehr lecker. Aber Aprikosen hatte ich hier, glaube ich, noch gar nicht. Also die habe ich besonders genossen. Die waren richtig fein. Und auch das hier fand ich ganz toll. Gemahlene Mandeln habe ich hier auch noch nicht gekauft. Wenn, dann kaufe ich ganze Mandeln oder ich pflück selber welche. Ja, die konnte ich mir dann in meine morgendlichen Haferflocken reingeben oder in mein Gofio. Ja. Das war alles, wie es aussieht. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Nee, ich denke mal nicht. Ja, richtig tolle, praktische Sachen. Habe ich mich wirklich sehr darüber gefreut. Ja. Hierbei möchte ich dir nochmal ganz lieb danken, Susan, für diese wunderbaren Sachen. Ja, dank dir. Ja, jetzt habt ihr mal gesehen, was alles in diesem Päckchen war. Dann hoffe ich, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, mit mir zusammenzuschauen, was in diesem Päckchen war. Und danke euch fürs Zuschauen. Send euch ganz liebe Grüße und sag mal, bis zum nächsten Video.